So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußball-Talk. Zum ersten Fußball-Talk. Ich glaube, es ist übrigens auch die 51. Fußball-Talk-Ausgabe. Ohne die Boni-Sendungen eingeschlossen. Also, herzlich willkommen zum ersten Live-Fußball-Talk auf Twitch. Und natürlich dann als Einzelshow einen Tag später auf YouTube, wenn auch ohne Bonusinhalt. Ja? Wer also den Bonusinhalt, das heißt, wenn wir die Stunde abgedreht haben, dann noch sehen möchte, der sollte nochmal auf Twitch gucken. Da unter Videos auf meinem Kanal wird das Video dann auch noch zu sehen sein. Wir sind vollzählig. Der Puffy, der Bolti, der Fabi und der Tonno. Hallo. 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 Sehr schön. Ja. Wir begrüßen natürlich auch jeden hier im Chat, also den Herrn Sellers, den Tonno, haha. Klopapier, den Fabi, haha, und den Sportzock. Fast pünktlich geschafft. Ja, war doch pünktlich. Alles gut. Und den Bolti, ja, natürlich. Ja, wie gesagt, in der ersten ungefähr Stunde wird es ja immer sein, machen wir erstmal gemütlich den Rückblick des 29. Spieltags und dann die Vorschau auf den 30. Spieltag. Wir gehen unsere Tipps durch, wir gehen die Spiele durch. Im Chat, im Livestream darf natürlich, dürfen natürlich Meinungen geschrieben werden. Möglicherweise gehen wir in der ersten Stunde jetzt noch nicht so viel auf den Chat ein. Dafür ist dann die zweite Stunde da. Da darf dann freie Themenwahl geschehen. Also haut raus, was euch interessiert, was euch auf der Seele brennt, worüber wir vielleicht mal reden könnten, reden sollten. Und dann suchen wir uns mal das eine oder andere Thema raus und plaudern da ein wenig drüber. So, wir sind motiviert, wir sind bereit. Dann würde ich sagen, ich schalte mal hier den Review, ein bisschen klein geraten, das Review rein und da sehen wir den kompletten vergangenen Spieltag mit dem Freitagsspiel. Hannover gegen Bremen. Habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Auch keine Zusammenfassung. Wer kann denn was darüber sagen? Na, ich habe keiner, sehr gut. Also ich habe die Zusammenfassung gesehen auf The Zone. Ich fand, es war ein munteres Spiel eigentlich. Von beiden Mannschaften fand ich es nicht so schlecht. Und Hannover dann, ja, ich finde nicht unverdient gewonnen. Ich würde sagen, die waren die bessere Mannschaft, ja. Also ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ja, super. Du siehst es anders. Hannover hat wirklich richtig gut gespielt. Bremen hat leider... Bolti, können wir... Du musst da irgendwas machen, weil du fängst an zu leuchten und dann hört man alles mehrfach und ganz komisch. Tonno. Hannover hat Aufrufungsvoll gespielt. Die haben im Grunde den Elan vom letzten Spiel haben sie mit rübergenommen ins Bremen-Spiel. Richtig gut gespielt, vor allen Dingen auch kombinationsfußballmäßig richtig gut gespielt. Unter anderem halt ein schöner Chip-Pass beim 2-1 war es. Ein schöner Schippers von auf Backelhorst durch Bevo. Und dann Lupfer gegen Die haben noch 2-0 geführt. Ja, Hannover hat 2-0 geführt. Entschuldigung. Da hat sich jemand vorbereitet. Ja. Kruse vergibt frei vor dem Tor, haben wir hier stehen. Entschuldigung, das war's. Hannover voller Elan. Bremen hat leider, wie gesagt, zu spät im Tor eingeschaltet. Das fing so ab der 75., 74. an, da hat Bremen aufgedreht. Aber ansonsten kann man tatsächlich sagen, dass hier die Hannoveraner mehr als verdient gewonnen haben und Bremen halt einfach die Anfangsphasen komplett verwendet hat. Wenn ihr euch fragt, warum der Tonno so komisch klingt, wirklich komisch, der ist unterwegs. Der hat hier keine Kosten und Mühen gescheut und sich einfach mal dazugeschaltet, aber man muss schon sagen, phasenweise klingt das echt jetzt gerade ein wenig komisch. Und ich habe dem Bolti Schuld gegeben, aber nein. Wobei Boltis Lampe leuchtete auch, aber wir haben es, glaube ich, denke ich mal, alle verstanden, ne? Ja, ja. Ja, der Kicker schreibt auch, Spiel nahm erst sehr spät Fahrt auf. Ich glaube, das hatte Tonno dann ja auch gesagt, gerade durch die Bremer, die dann nach dem 2-0 Rückstand erstmal dann angefangen haben, nochmal so wirklich irgendwie ein bisschen offensiver was zu gestalten, aber ja, Hannover hat es dann über die Zeit gebracht. Und Bremen, ja, gut, kriegen jetzt einen kleinen Dämpfer, aber wir waren uns ja eh einig, dass Bremen sowieso durch ist, Hannover durch den Sieg, genau, auch erledigt. Für Hannover war es halt wichtig, ne? Die hatten vorher 32, jetzt haben sie 35, jetzt sind sie raus, ne? Hatten ja so einen kleinen Negativlauf davor,
ne? Also wo sie nicht gepunktet hatten. Die Woche davor gegen Leipzig waren sie ja nicht wirklich schlecht. Da hatten wir ja auch die Szene, ob ne, das Tor zählt von Füllkrug, dann wäre es nur 3-3 gewesen. Also das war für Hannover jetzt wichtig, zu Hause den 2-1-Sieg gegen Bremen. Und jetzt sind sie ja im gesicherten Feld, da geht gar nichts mehr, glaube ich. Gut. Ist auch jetzt aber auch nicht so das Megaspiel gewesen. Wir haben noch ein paar gute Spiele tatsächlich an diesem Spieltag. Eins zumindest. Und bei zwei weiteren war ich mit dem Ergebnis zufrieden. Und bei einem wird der Tonno ganz viel erzählen können. Machen wir aber mal weiter mit einem Spiel, was... Tipps, natürlich. Was haben wir denn getippt? Warte mal. Wir haben... jetzt hat er die Grafik wieder geschlossen. Wir haben getippt. Und zwar... Lack, keiner richtig. Ja. Fabi, Puffy und Gotti haben Sieg Bremen getippt. Tonno hat einen Unentschieden getippt. Ach, Bolti hat auch Sieg Bremen getippt. Also, nur Tonno mit dem Unentschieden noch halbwegs in einer realistischen Schlagdistanz. Aber hat nicht sollen sein. Keiner hat auf Hannover gesetzt. Wahnsinn. Nein, die waren halt vorher, haben sie nicht wirklich was geholt. Und Bremen war so, vielleicht, wenn sie es gewinnen, wäre vielleicht sogar nach was Richtung Europa gegangen. Ah, ja, sag mal nicht. Für Europa ist der Zug abgefahren gewesen. Ja, wüsste nicht. Tschu. So, dann machen wir auch direkt den Tipp vom nächsten Spiel, Köln gegen Mainz, denn da haben wir einen Dreier. Der Fabi hat da wieder blind richtig getippt. alle anderen haben auf Sieg für Köln getippt tatsächlich. Puffy 1-0, Tonno 2-1, Gotti 1-0 und Bolti 3-2. Also das 3-2, da schüttel ich ein wenig mit dem Kopf, aber gut. Ich habe es in der Konferenz gesehen. Das heißt, auch da werde ich jetzt nicht so viel sagen können. Beide Teams hatten gute Chancen. Ja, ja, aber sie haben auch sogar profitiert, Köln. Der Fehler der anderen. Also ja, beim 1-0 der Kölner war Ballo nochmal einer nur? Zu weit weg von Hector. Das hat definitiv den Kölner ins Spiel gebracht. Und andersrum, Flanke von Donati und De Blasis mit relativ viel Druck dann ins rechte Eck hinein. Der dann, glaube ich, noch in den gegen Pfosten geht, glücklicherweise, in Pfosten. Kölner haben das Problem gehabt, dass sie die erste Halbzeit einfach nur verwalten wollten, nachdem sie das 1-0 gemacht haben. Und das war halt der Fehler. Anstatt auf das zweite Tor zu spielen, haben sie sich halt nach hinten zurückgezogen, das Spiel dahin plätschern lassen und zum Ende, ich glaube in der 97. oder war es, es war sehr viel Nachspielzeit in dem Spiel, da hätten die Mainzer fast noch das 2-1-Siegtor gemacht. Hätte Horn den Ball nicht so gut gehalten aus der großen Distanz. Ja, Kicker schreibt Wildwestfußball. Das heißt anscheinend beide Teams mit relativ 70%, 73% Passquote. Aber war wohl unterhaltungswert, war überschaubar. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe nur die Konferenz gesehen. Ich erinnere mich an die lange Nachspielzeit, ja. Und auch an Horns Ding da, definitiv. Also der Punkt ist natürlich, ich denke, da sind wir uns einig, für die Mainzer mehr wert als für die Kölner, ne? Ja, eigentlich ist es für beide zu wenig. Ja, Tonno hat es ja gesagt. Also das Spiel beginnt ja eigentlich ideal für Köln. Ja? Sie machen das Tor und dann unerklärlicherweise, weil Mainz hat ja in den Spielen davor, wirkten sie auch sehr, sehr verunsichert. Und dann auf diesen Verwaltungsmodus zu schalten, gerade wenn du zu Hause spielst gegen direkten Konkurrenten, das darfst du halt nicht machen. Ja, aber es ist aber auch nachvollziehbar, ne? Du bist Letzter, du hast dieses 6-Punkte-Spiel, ja. Du weißt davon, gehst in Führung und dann hast du natürlich unter Umständen nicht mehr so ne, den Arsch in der Hose zu sagen, so komm, jetzt machen wir doch da 2-0, tun wir noch direkt was fürs Torverhältnis und für die Mainzer dann halt gegen das Torverhältnis, wobei das natürlich ein Riesenunterschied noch ist, aber ja, tut schon weh, ne? Nee, aber Köln hat war ja eigentlich schon zur Halbserie schon gesagt, da geht gar nichts mehr so. Dann hatten sie ja Punkte geholt. Und wie hatten sie denn Punkte geholt? Weil sie verwaltet hatten, sondern weil sie mit Leipzig... Einstellung im Fußball schön, definitiv. Und das haben sie halt in dem Spiel nach der Führung, die ja eigentlich für sie ideal war, nicht mehr gemacht. Und dann ist halt unverständlich. Nee, ist nicht unverständlich, weil es halt wirklich, die Spiele davor waren so Spiele irgendwie, du hast eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet. Sondern hast aber gut gespielt, hast aber auch Namen gehabt, irgendwie, die natürlich noch größer sind als Mainz. Und jetzt hast du halt irgendwie so wirklich, dass der Trainer sagt, hör mal Leute, Alter, das ist ein 6-Punkte-Spiel jetzt, ne? Heute
entscheidet es sich. Heute machen wir es, heute retten wir. Und dann gehst du in Führung und dann kann ich dann schon verstehen, wenn dann der ein oder andere Spieler sagt, den Dreier müssen wir jetzt über die Zeit bringen, weil dann haben wir echt noch eine wirklich dicke Chance, irgendwie noch auf dem Relegationsplatz oder so zu hüpfen am Ende der Saison. Aber ja, ganz ehrlich, ich habe es schon zigmal gesagt, ich sage es nochmal, Köln ist weg. Sechser, jetzt sind es 6 Punkte, ne? Ja. Wobei Mainz jetzt ja auch nicht so glänzt, aber es sind nicht nur 6 Punkte, es sind auch noch 6 Punkte plus Torverhältnis. Ja, Torverhältnis ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied, ja. Das kann ja am Ende... Köln hat sich ja in der Woche davor schön 6 Stück abgeholt gehabt von Hoffenheim, ne? Und das hat natürlich die Tordifferenz nochmal richtig ins Negative geschossen, ne? Ja. Da können die Vereine schon mal gucken, ob es eventuell was zu räubern gibt bei Köln. Ach, der Frankfurt-Fan hatte also schon ein Opfer auserkoren, den man nach Frankfurt holen solle. Ich würde den Horn nach Frankfurt holen, weil Radetzky wohl nicht zu halten sein wird. Gut, das ist aber schon länger klar, ne? Dass Radetzky nicht zu halten ist. Aber Horn wäre ein guter Ersatz. Ich frage jetzt, will Horn nach Frankfurt? Horn überlegt ja noch in Köln zu bleiben. Er überlegt ja tatsächlich quasi dann direkt den Wiederaufstieg anzupeilen. Aber warten wir mal was ab, wie es dann am Ende der Saison wieder aussieht. Man sagt ja viel während der Saison. Habe ich nicht auch was von Trainerwechsel gehört bei Köln? Ja. Passt doch auch, dann können die Frankfurter direkt auch, die brauchen ja einen Trainer zur nächsten Saison. Anfang, die brauchen keinen neuen Trainer nächste Saison. Ach, macht ihr ohne Trainer? Ja. An Anfang oder irgendwie. Anfang im Gespräch, ne? War das so? Ja, irgendwie sowas, ja. Von Kiel. Wobei, ja, hat der nicht noch realistische Chancen auf den Aufstieg? Ja. Warum tauscht er dann unter Umständen wie nein? Ja, nein? Nee, ja. Klar. Ja. Also, in der zweiten Liga kann jeder aufsteigen. Momentan irgendwie. Ja, bis auf Kaiserslautern. Ja. Ich aber selbst die hätten sich anscheinend noch vom Abstieg, wenn es weiter so geht. Holstein ist jetzt 5 Punkte Abstand auf dem 4. und 4 hinter Nürnberg. Also, ich bin gespannt. Und warum sollte man dann, gut, Köln ist ein größerer Name jetzt vielleicht als Kiel, aber wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, ne? Das ist ein Aufstiegstrainer. Aber Anfang hat natürlich auch ein bisschen Kölner Stalliruch, ne? Wie viele Endspiele hat Köln denn noch? Ja, das Problem ist ja das nächste, ne? Das war ja nicht nur, sind ja nicht nur die Punkte, die jetzt den Unterschied machen und das Torverhältnis. Die Spiele werden ja auch weniger und weniger, ne? Das kommt ja alles noch dazu. Gut, okay, also Köln muss man mal gucken, aber wie gesagt, also da muss schon echt das viel passieren. Sie gewinnen müssen. Aber wir haben sie schon oft tot gesagt, ne? Wir haben sie schon oft tot gesagt und auf einmal kommt da so eine Serie und ja. Aber haben sie wieder tot gesagt. Aber das war halt der Gegner, der auch richtig mies momentan unterwegs ist, ne? Ja. Haben aber durch den, oder die Mainz haben natürlich jetzt durch den Nurpunkt, kommen wir ja gleich noch zu bei der anderen Mannschaft, die noch unten steht, ne? So, Frankfurt hat einen neuen Torhüter geholt. Ja, siehst du. Ja, hab ich gerade auch gelesen. Frederik Rønnov? Ah, ist der Norweger oder Däne, ne? Däne. Und Gelsenkirchen hat sich ja, glaube ich, auch einen neuen Spieler geholt, ne? Ja. Ach, Hannover hatten wir schon, ja, genau. Schade, wollte ich eigentlich mit einfließen lassen, ja. Okay, komm hier, Freiburg gegen... Haben wir doch schon. Ach ja, ganz Köln, mein Fehler. Ja. Mein Fehler. Buh, und wir rufen nicht Bolti. Alles gut. So. Freiburg-Wolfsburg, machen wir auch mal eben die Tipps, nicht, dass wir es wieder vergessen. Keiner. Können wir kurz und knapp machen, keiner hat auf Wolfsburg auch noch einen Cent gesetzt. Bolti hat noch einen Unentschieden getippt, 0-0. Aber das Ding geht durch für Wolfsburg tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Doppelpack Divadi. Didavi, Entschuldigung. Divadi. Muss aber nicht so enden, ne? Er hat Avadi. Freiburg. Petersen durfte ja wieder spielen. Die Karte wurde zurückgezogen. Das war ja auch noch so ein Thema. Hat einen Elfmeter verballert, ja. Wie auch immer das geschafft hat. Wenn auch in der 90. plus 4, also. Ja, es war auf jeden Fall ein dankbarer Elfmeter für den Torwart. Auf jeden Fall, ja. Ja, das erste Tor war ein bisschen stümperhaft von Freiburg. Ich kriege den Ball hinten nicht geklärt. Dann kriegt die Davi den Ball vom Fuß und haut ihn dann ins Eck rein. Ich würde es mal da so formulieren, die Freiburger waren vielleicht ein Ticken zu nervös und zu fahrig in ihrer Spielanlage. Weil so ich gut war Wolfsburg nicht. So gut war Wolfsburg nicht. Nein. Das frühe Tor hat sich auch sehr nervös gemacht. Ja, zweite Minute, die Davi. Die Frage ist jetzt, war Freiburg vielleicht auch, war da zu viel Wut im Bauch mit dabei? Nach der Geschichte letzte Woche, dass man gesagt hat, irgendwie, boah,
jetzt ist man zu verkrampft und sagt hier, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen irgendwie, wir sind böse jetzt und wollen das und ja, Wolfsburg hat eigentlich aber auch über, gespielt wie immer, ne? Ja. Das war jetzt auch kein Highlight. Nach dem 1-0 haben sie sich komplett zurückgezogen. Ich glaube, auf meinem Zettel habe ich erst auf der 83. stehen, als er Tor gefallen ist. Also, Wolfsburg hat einfach das Fußballspiel nach dem 1-0 fast ja eingestellt, ab und zu mal einen Konter gefahren. Das war kein schönes Spiel von Wolfsburg. Also, wie immer. Ja. Ja. Gut, dann wollen wir uns ja auch mit diesen hässlichen Dingern hier gar nicht weiter abgeben. Aber der Elfmeter, ne, nach Videobeweis. Zu Recht natürlich. Zu erwähnen. Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber. Das war ein Handspiel von Knoche. Ja. Der verlängert den halt, der hat halt die Arme hoch, der Arm kommt dann in den, der Ball kommt dann in den Arm und geht dann ins Aus. Ja, da werden, also ich bin mir ziemlich sicher, in nachdem wir noch zwei weitere Spiele abgearbeitet haben, werden wir nochmal über eine Handspielsituation reden, wo die Meinungen auseinandergehen werden. Aber es wird auch erst 4 oder 5 Minuten später aufgeklärt tatsächlich. Also es war relativ spät, dass der Elfmeter dann gegeben wurde. Okay. Gladbach gegen die Hertha. Gehen wir mal die Tipps durch. Ist das hier, ne? 0-1. Was haben wir gespielt? 2-1. 0-1-0, 0-1-0, 1-0. Also der Tonne und der Goddi haben beide 1-0 getippt, bekommen damit 2 Punkte jeweils. Und Bolti hat 1-1 getippt. Endergebnis 2-1. Und wenn ich mich recht erinnere, war nicht... Berlin war noch in Führung durch Kalou, genau. Ich glaube, er hatte Geburtstag auch an dem Tag, oder? Ich meine, Kalou hatte auch... Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, auf jeden Fall war es auch wieder so ein kurioses Ding. Westergaard will klären und legt dann Kalou den Ball vor die Füße. Und Kalou macht halt einfach einen Schimmer machen muss und schiebt ihn dann noch rein. War es auf der anderen Seite nicht aber auch dann ein ähnliches Tor? Der Ball, die Flanke ging komplett durch und dann hat Hazard quasi per Seitfallzieher das Ding durch die Beine des Torhüters geballert. Okay. 75. Hazard und 79. Hazard durch Foul-Elfmeter. Und Elfmeter, die Frau brauchen wir gar nicht über diskutieren, muss richtig gewesen sein, ne? Weil es war Bibi, die gepfiffen hat. Muss richtig gewesen sein. Übrigens gibt es da irgendwelche Ermittlungen, glaube ich, oder? Ja, weil Max Eberl, glaube ich, gesagt, du Hure oder so. Wie bitte? Nein. Er hat auf jeden Fall das Wort Hure benutzt. Nein. Doch. Und das wäre sowas macht der Max nicht. Also nachdem er vor Max 2 Wochen... Ich wollte gerade sagen, da war doch letztens schon was. Ja. Er hat doch vor 2 Wochen erst Herrn Nagelsmann als kleines Arschloch so beleidigt. Irgendwie sowas. Da hat auch, alle haben ihn auch dann noch in Schutz genommen. Haben gesagt, ja. Passiert schon mal Emotionen. Welche Sky-Experten immer Emotionen. Aber wenn er wirklich sowas in Richtung Frau Steinhaus gesagt hat, dann bin ich aber mal für eine Saisonsperre. Aber den Elfmeter hat er eigentlich nicht Frau Steinhäuser gegeben, sondern der Videoschiedsrichter wieder. Ja. Gut, aber das rechnet der Kicker ja eigentlich bei den meisten immer positiv an. Ja, ist richtig. Ja. Ja. Hier leider nicht. Man kann den Elfmeter geben, auf jeden Fall. Das war jetzt nichts Strittiges. Ja. Also Gladbach gewinnt und arbeiten sich irgendwo noch hin. Nee, wir haben jetzt Stuttgart überholt, ne? Aber ansonsten... Ja, klar, 7. Platz reicht, ne? Also Hoffenheim. Ja, aber dann spielt es unkonstant. Absolut. Ja, man muss ja auch sagen, die 3 Punkte, Hertha war ja über Großteile des Spiels die bessere Mannschaft. Was? Nein, die Fans haben das gesagt. Was denn? Das mit der Hure wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das. So viel Professionalität hat man normalerweise auch, selbst wenn da irgendwie Emotionen drin sind. Also ich weiß, dass irgendwie irgendwas war und ja. Das sind Italiener, das ist was anderes. Ja? Das ist gut. Genau, das ist Mentalität. irgendwas war auf jeden Fall und es wird da irgendwie ermittelt, aber was da jetzt genau gesagt wurde, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht wird das ja dann gleich nochmal in der offenen Runde gefordert, dass wir nochmal darüber reden oder so. Man weiß es nicht. Wobei aber der Sieg von Gladbach war definitiv glücklich. Also Hertha muss eigentlich viel früher ein zweites Tor noch machen. Aber das ist Hertha. Ja, aber das ist genau, das ist die Hertha. Gehen einzelne Führung und machen dann jetzt auch nicht mehr so viel. Ne? Okay, haben dann vielleicht nochmal hier. Maus. Ja, es ist halt auch super öde Hertha. Also für mich eigentlich so eine Mannschaft, die ich gar nicht in der Liga bräuchte. Wenn die so auf diese Art und Weise Fußball spielen. Und das machen sie ja jetzt nicht erst seit dieser Saison. Ne? Okay. Juti, Ergebnisse hatten wir, ne? Ja. Gut, dann machen wir direkt weiter mit dem Spiel Augsburg gegen Bayern. Das ging natürlich interessant los. Ja. Mit der Augsburger Führung. Ja. Aber... Schwache Leistung von Boateng in dem Moment. Ja.
Das kann man so stehen lassen. Ich würde fast sagen, er war vielleicht auch ein bisschen arrogant, wie er war da mit dem Ball da so machen wollte, oder? Und so. Dann natürlich sehr schön, wie Süle dann den Ball gegen den Schädel kriegt. Und genau, in your face. Boing. Und dann im Nachhinein merkt man wieder, man sollte Bayern nicht so früh ärgern, denn das gibt meistens sonst Haue. Das ist, ja, als die 1-2 in Führung gegangen sind, die Augsburger, dachte ich, das ist zu früh. Dort kannst du vergessen. Aber sie haben trotzdem noch einigermaßen mitgespielt. Die erste Halbzeit war Augsburg wirklich gut. Mhm, da haben sie die Bayern sehr, sehr früh angelaufen und Bayern hatte Probleme, aber dann kamen sie aus der Halbzeit raus, Augsburg, und dann ging irgendwie gar nichts mehr bei ihnen. Ist ja oft so, dass Mannschaften 1-0 gegen München in Führung gehen und dann echt gar keinen, ja, oder noch einen Torschuss im Laufe des Spiels haben. Einen weiteren. Und also sie haben halbwegs noch mitgemacht, aber ja, wie Puffy schon sagt, da gab es nicht so viel irgendwie noch zu erwähnen. Übrigens kenne ich jemanden, der vor ein paar Wochen gesagt hat, Bayern feiert gegen Augsburg die Meisterschaft. Kennen wir den auch? Nee. Soll aber ein cooler Typ sein. Ich weiß nur, dass Bayern, glaube ich, von den 6 Meisterschaften, die sie jetzt in Folge geholt hatten, glaube ich, 5-mal auswärts die geholt haben und die zu Hause. Beeindruckend. Aber ein Meisterfeier ist ja nicht erlaubt, das ist ja ganz wichtig. Stimmt, er wurde gefragt, soll gefeiert werden, weiß ich gar nicht, was das soll. Warum sollten die dann jetzt feiern? Haben Auswärtsspiel, was sollen die jetzt machen? Ein Corso? Ja, der neue Bayern-Trainer scheint ja wohl mit der Mannschaft zufrieden zu sein, ne? Rüber ist das so? Hat Kovac was gesagt? Verlängert. Kovac hat noch gar nichts gesagt. Ja, ich dachte, das wäre vielleicht ja nachher noch ein Thema so, dazu. Die beiden haben den Vertrag, man hatte die Verträge mit beiden verlängert? Nein, ja. erstmal nur Ribéry von Robben war. Robben habe ich, meine ich, auch gelesen gehabt. Ich habe nur Ribéry gelesen bis 2019. Ja. Hashtag Umbruch. So, machen wir mal die Tipps. Fabi kriegt da tatsächlich 2 Punkte, weil er hat 0-3 getippt. Und ansonsten Bolti. Was denn? Was du leicht angeheilt hat, oder? Ne, wieso? Bolti hat 2-1 für Augsburg getippt. Man muss mal mutig tippen. Absolut, aber bei Bayern? Ja, war doch. Ich dachte, sie spielen mit der B11 und da schlägt sich der Spinnen dann wieder rein. Ja. Es war gefährlich mit der B11 und dann die Spannung nicht mehr für die Champions League zu haben. Gut, hatten sie ja jetzt Herr auch so schon oder? Irgendwie nicht mehr wirklich. Tonno hatte den Halbzeitstand richtig. Yeah. Sehr stark. Juti, dann machen wir direkt weiter hier mit dem Topspiel am Samstag. Hamburg gegen Gelsen. Was denn? Hamburg gegen Gelsenkirchen. Aber wir können mal die Ergebnisse durchgehen. Fabi 2-0, das gibt einen Punkt. Puffy 1-2, Tonno 0-3, Gotti 1-0, das gibt 2 Punkte. Ja, und Bolti 0-1. Aber Bolti, meine ich, hat er für Stuttgart getippt mit der Aussage, ich mache es so wie sonst, wenn ich für den Gegner tippe, dann gewinnt Dortmund. So ist das. Ja. Das war doch mal ein Spiel, oder? Ja, ich habe eigentlich quasi gehofft, dass die Schalke, die Hamburger endgültig die zweite Liga schießen, aber die Gefallen haben sie mir nicht getan. Hamburg hat gut gespielt. Ja, leider. Überraschend. Also sie waren auf jeden Fall sehr spielfreudig. Also es war besser als das, was sie zuletzt alles gezeigt haben. Wobei die Schalke so? Jetzt auch nicht schlecht waren. Ich meine, sie haben druckvoll gespielt, haben wir dann auch erst geführt gehabt. Genau, durch Nailo. 9. Minute. Das ist ja witzig. Der Kicker schreibt hier Torschütze. 0-1 Naldo, 90 Minute, linke Hand, Vorlage Caligiuri. Ja, das ist ein ganz enges Ding tatsächlich. Also, was genau ist da eng? Also, ja, im Grunde, er hat die Hand vom Gesicht. Das sieht ganz komisch aus in der Zeitlupe. Ball trifft die Hand federt ein bisschen nach hinten. Ich habe das Spiel gesehen und habe in der im Live-Bild habe ich das Ding gesehen und dachte mir so, das sah aber komisch aus. Und dann sehe ich die Zeitlupe und denke so, das war also das Komische. Ja, und dann habe ich im Dortmund-Forum gelesen, wie dann einer meint, irgendwie so, weiß gar nicht, was ihr wollt, ist doch kein absichtliches Handspiel. Hä? Gibt's doch nicht mehr. Gibt's doch nicht mehr. Weiß das schon jeder, oder? Ich meine, wieso soll ich mit der Hand so dazu? Also ich habe mir erklären lassen von jemandem, ist eine ganz normale, natürliche Bewegung, wenn du zum Kopfball hochgehst. Dann, liebe Fußballer, habt ihr ein Problem. Also ich kann ja verstehen, wenn jemand Schwung nimmt mit den Armen, ja, und keine Ahnung, aber dass der Arm dann auch dabei beim Schwung schon da oben ist. Also ich habe jahrelang Basketball gespielt, ich musste nie meinen Arm irgendwie nehmen, um irgendwie Schwung zu holen, um zu springen oder sonst was. Also nie. Und vor allem wurde mir dann erklärt, übrigens der Hamburger, der dahinter war, hatte den Arm auch relativ hoch.
wo ich mir dachte, hä? Danach gefragt, und? Hat der Hand gespielt oder? Nö, Naldo hat ja das Tor gemacht. Was ist das? Was ist das für eine Argumentation? Naja, für mich ein klares Handspiel. Mal gucken, was hier der Seller schreibt. Wir schießen doch Hamburg nicht ab. Wir wollen die seit Jahren in der Liga halten. Waren wir nicht mehr... Ja, ich fand Gelsenkirchen war wirklich nicht gut, aber... Sie hätten am Ende tatsächlich noch den Ausgleich gemacht, hätte Podersbeck den Ball von Naldo nicht gehalten. Ja gut, sie haben auch irgendwann mal den Ausgleich gemacht, hätte Hand dann das Mega-Ding nicht reingeballert. Der war ordentlich. Ja. War, den hätten sie aber auch nicht so alleine stehen lassen dürfen. Ja, in der Szene, wo ich das gesehen habe und als Hand nach innen zieht, dachte ich, soll jetzt nicht draufpölen. Und dann haut er das Ding da rein und ich denke so, oh! Also das war echt schon hübsch und ja, im Endeffekt, ich fand es extrem verdient, dass der HSV da 3 Punkte holt. Normalerweise ist es übrigens immer Dortmund, die die Finish nicht setzen. Egal, ob jetzt Hamburg oder Hoffenheim damals vor ein paar Jahren. Wir lassen die Gammelvereine in der Regel immer noch in der Liga. Die schlechte Leistung. Aber in der Tat, Gelsenkirchen hier, ja, nicht ganz so gut unterwegs. Und Nastasic fürs Derby gesperrt. Nastasic kann sowieso nicht spielen, er hat einen Kreuzbandriss. Das ist bedauerlich für Nastasic. Jetzt. Ja. Haben wir Ersatz geholt. Den hat er sich dann nach der Karte sich den Aufenthalt zugezogen. Gut, aber der Ersatz wird, denke ich mal, nicht am Sonntag im Derby spielen. Noch nicht. Nein. Guter Kauf übrigens, glaube ich. Sané von Hannover, kannst du mal machen, ne? Kann halt kein Fußball spielen, aber sonst kann er alles. Ich frage mich, wieso man da nicht einfach mit dem Anschluss wartet, bis man die Szene in Köln klar eingeordnet hat. Verstehe da nicht, wieso man so schnell weiterspielen lässt. Ich glaube, Köln hätte sich da gar nicht eingemischt beim Tor von Naldo. Ja. Weil es halt wirklich, ist auch schwer. Also, du guckst dir die Bilder an, musst jetzt eine Entscheidung treffen. Als ich die Zeitlupe gesehen habe, habe ich auch gedacht, beim ersten Mal dachte ich, okay, das sah echt komisch aus. Wie gesagt, Live-Bilder, dann die Zeitlupe, habe ich gesagt, aha, deshalb sah es komisch aus. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, berührt er den Ball wirklich mit der Hand oder ist es der Kopf vorher und der Arm ist einfach nur da links dahinter? Das war für die Kölner nicht eindeutig genug. Genau. Davon gehe ich auch aus. Aber wenn man sich aber noch 20 Zeitlupen angesehen hat, hat man halt wirklich gesehen und darauf geachtet, dass der Arm so nach hinten federt. Als der Ball da drauf trifft, hast du gesehen, dass der Arm so nach hinten federt und hast gesagt, ja okay, dann wird das wohl so gewesen sein. Aber ich hätte mich gewundert, wenn Köln da eingegriffen hätte. Jutikowski. Also haben wir das auch durch. Wie gesagt, ich fand Gelsenkirchen nicht gut. Ich fand Hamburg stark und vielleicht auch dadurch, dass die Blauen nicht ganz so gut unterwegs waren, hat man den Gegner stärker gemacht. Da ist mein Verein auch tatsächlich Experte drin, nämlich der BVB. Nur nicht am Sonntag. Zumindest wenn man das reine Ergebnis sieht. Haben die in Köln nicht ein paar bessere Perspektiven aus den ersten Sorgen? Nö, ich glaube, die haben das gleiche. Keine Ahnung. Wenn überhaupt, die haben ja nicht mal Abseitslinien. Also. Keine Kalibrierten, ja. Nur wenn Leipzig spielt. Dortmund, Stuttgart. Ja, Ergebnis oder Endergebnis 3-0. Machen wir die Tipps. 0-2 hat der Fabi getippt. er hat 0-2 getippt, ja. 1-2 der Bolti, aber der hat es ja begründet. Ja. Und ansonsten haben wir ein 2-1 bei Gotti und Puffy und ein 1-2 bei Tonno. Das heißt, dreimal ein Punkt. Machen wir es auch da ein bisschen geschwind. Da haben wir noch eine halbe Stunde, wobei wir sind gut in der Zeit, ne? Das Ergebnis ist dann deutlicher als der anfängliche Spielverlauf. Ich glaube, so ist es, glaube ich, richtig. Hinterher geht das schon in Ordnung. Die Stuttgarter haben auf jeden Fall gut gespielt. Sie haben gut angefangen. Und dann kam ja diese kuriose Flanke von Pulisic, die bestimmt so gewollt war. Absolut. Hat er richtig gesehen, wie in das Ding über den Spann gerutscht ist. Pulisic hat halt Probleme beim Flanken. Also, hast du ihm geholfen? Ja, war natürlich echt herrlich, aber das war definitiv seine Dosenöffner, ne? Bis dahin hat man wirklich so gut wie gar nicht übers Zentrum gespielt beim BVB. Das war sehr eigenartig. Und Stuttgart hatte durchaus Szenen, gerade in der Anfangsphase, hinterher dann auch hier und da nochmal. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt nur die zweite Halbzeit dann würde ich sagen, geht der Sieg hochverdient. Nehme ich die erste Halbzeit mit. Gerade die erste Viertelstunde fand ich wieder mal grausam von Dortmund. Also das ist ja phasenweise wirklich, die Stuttgarter haben die Dortmunder da in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und das geht gar nicht. Da waren keine spielerischen Lösungen zu sehen. Das war leider nicht schön. Aber gut, man hat sich dann im Spielverlauf gefangen. Dann Pulisic, spätestens da, sah es gut aus. Und
Ja, insgesamt gesehen, mir hat Maximilian Philipp wieder mal sehr gut gefallen. Also ich mag ihn. Ich mag ihn auch vom Typ her. Ich mag ihn von seiner Ausstrahlung her. Er ist ja kein Mann, der jetzt viel labert oder auf die Kacke haut. Nein, er arbeitet. Er arbeitet mit nach hinten. Er spielt solide sein Spiel. Er kann auch technisch mal was machen. Ich erinnere mich an die Szene, wo er da von links außen irgendwie nach innen zieht, den Stuttgarter tunnelt und dann, glaube ich, noch ein Pass spielt, der ein bisschen zu lang war. Bin mir gar nicht sicher. Irgendwie so. Hat nur eine Note 3 bekommen vom Kicker. Okay. Auch Sahin hat gezeigt, dass er eins wirklich gut kann, richtig gut kann. Bei all der Sahin-Kritik muss man das mal ganz klar sagen. Lange Bälle hat er drauf. Ne, also wirklich aus dem Zentrum, aus dem Fußgelenk da irgendwie punktgenau den Mitspieler auf dem Flügel oder lang bedienen, ist schon gut. Problem bei Sahin ist halt, zu einem Pirlo fehlen mir noch 5-6 Klassen. Und ich finde, erst dann, wenn du so in Richtung Pirlo gehst, kannst du dir diese Art und Weise der Spielweise erlauben. Also die fehlende Laufstärke, die fehlende Laufbereitschaft, die Defensivschwächen, das kannst du dir nicht erlauben, wenn du nur ein Spieler der Marke Sahin bist. Ich muss sagen, das 2-0 von Batshuayi war auch sehr schön, wenn ich es selbst eingeleitet. Mit diesem kleinen Chip quasi rüber und dann war wieder zurück. Ich bin gerade am Überlegen. Hat der Sahin doch vorbereitet, oder? Ja, Batshuayi hat den Ball gekriegt und weiß nicht, er chippt ihn irgendwie mit der Außenseite dann wieder rüber auf die andere Seite und kriegt dann im 16. den Ball wieder zurück. Das war sehr schön ausgespielt. Ja, ich habe mich halt gewundert, dass Nuri von der Seite aus erstmal, was er da gemacht hat und zweitens, wie er dann den Ball in die Mitte bekommen hat. In den Rücken hat er dann, glaube ich, den Pass gespielt oder so. Ne? Und Batshuayi hat da, oder war das 3-0? Pulisic? Ne, ich kann mich schon echt gar nicht mehr erinnern. 3-0 Philipp. 3-0 war Philipp, richtig. Ja, mit sehr viel Willen dahinter. Ach stimmt, das war der Schuss und dann durchgeboxt. Genau, dann den Abpraller noch und ja, richtig. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Kurzeinsatz von unserem Gomez. Kam in den 87. Hatte direkt eine Szene, zentrales Mittelfeld, irgendwie Höhe Mittellinie oder so und einen richtig geilen, edlen Pass in den Lauf gespielt. Ich glaube, es war, war das Dahoud? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, oder auch in Philipps Lauf, ich bin einer von denen. Und das war sehr schön. Und was Gomez dann noch gemacht hat, er hat eine Ecke geschossen und das war die erste Ecke seit, welches Jahr haben wir heute? 2018. Okay, seit 5 Jahren oder so, die anständig getreten war beim BVB. Ich hab so gefeiert. Ich hab mir 5 Trikots bestellt, alle mit Gomez Vlog, läuft. Redet Bolt hier heute noch? Hat er doch vorhin. Bolt, wie hast du denn das Spiel gesehen? Ach, du hast Dortmund. Ich habe am Wochenende gar nichts gesehen. Ja. Ich war nicht zu Hause. Puffy, ich habe Dortmund tatsächlich nur in der Zusammenfassung gesehen. Ja, wie findest du denn die Zusammenfassung? Ja, war. Nichts anderes. Das, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, ziemlich einseitig. Ja, Zusammenfassung halt. Ja. Schade. Hat's noch jemand komplett gesehen? Nee, komplett. Ich habe 60 Minuten gesehen. 60? Also ein Großteil. Die ersten oder die letzten? Die ersten, ja. Und? Erste Viertelstunde? Ja, also die war schwach von beiden Seiten. Also beide haben da nicht wirklich was versucht in der ersten halben Stunde. Also ein bisschen auch so, wie sind sich beide erstmal schauen wollten, wie die Gegner agieren. Dadurch war es halt ein Spiel, was sich gezogen hat am Anfang. Dann halt dieser Kunstschuss von Pulisic und dann war Dortmund auch drinne. Und dann war es auch eine klare Sache. Okay, hatten wir die Tipps komplett schon durch, ja, ne? Ja. Ich habe noch eine Frage in die Runde, für die zuhören. Nein. Ich glaube, die meisten von euch kennen Pirlo wahrscheinlich gar nicht. Die wissen gar nicht, wie der gespielt hat. Pirlo? Klar, Mann. Ja, ihr ja, aber ich meine, so jüngere Zuschauer. Fabi kennt Pirlo auch nicht. Das doch. Das ist doch ein neues Waschmittel, oder? Fabi, charakterisier mal die Spielweise von Pirlo und den Vergleich, den Gotti gemacht hat mit Sahin. Was meint er damit? Fabi, du bist dran. Ich glaube, da wird nichts. Alles klar. Jetzt stellt dein Fabi hier voll blank und voll uncool von dir. Finde ich auch nicht nett. Ja. Pirlo kann man ganz kurz und knapp eigentlich sagen. Pirlo hat gefühlt, wenn er dann 90 Minuten spielen musste, meistens hat er das Spiel schon vorher entschieden, durch Aktion, aber wenn er 90 Minuten gespielt hat, hat Pirlo ungefähr eine Laufleistung von 30 Meter. Aber dieser Mann hat einfach alles andere 1000%ig richtig gemacht. Ja. Geiler Typ.
Auf jeden Fall. Da kamen so Bälle über 80 Meter halt, ne? Puh, einfach mal so, ja. Oder Standards war halt auch nicht so ungefährlich, wenn er die getreten hat. Ja, wenn er denn da hingegangen ist, ja. Und dann den Standard getreten hat. Ja, Pässe über 80 Meter, aber auch mit geschlossenen Augen, glaube ich. Ja, ja. Weil er konnte es halt. Also Pirlo war wirklich eine ganz eigene Klasse. Also eigentlich ein Typ, den in den Fußball, wie er jetzt gespielt wird, gar nicht machbar. Genau, also die heutzutage Tempo, Druck und Pressing, das war alles nicht seins. Das war nicht. Ne? Er hat sich dann irgendwo einen Raum gesucht auf dem Feld, wo möglichst keiner war. Dann hat man ihn angespielt und dann kam irgendwas Überraschendes, irgendein Pass. Und hat komplette Abwehrreihen auseinandergerissen dadurch. Ja. Das, was der Reinhardt jetzt bei der Fußball-EM da, dieses Packing, ja. Oh, hör auf. Ja, aber das ist ja das, was Pirlo gemacht hat durch die Pässe. Ne? Dieses Überspielen von Gegnern aus, wie gesagt, 80 Metern teilweise. Ja. Das war seine Fähigkeit. Da war er richtig stark. Anwesende Trainerfüchse hier werden natürlich jetzt sagen, ha, da haue ich doch einfach nur einen Manndecker drauf, so wie Toni Kroos. Und dann habe ich den noch im Sack, oder? Ja, Manndecker wie Toni Kroos. Warum wir 2012 nicht Europameister geworden sind, weil der Herr Löw hat eine Idee. Ja. Ja. Aber keine gute. Aber er hat eine Idee. Ja. Und das ging nicht gut. Denn Pirlo gesagt, was macht der Kroos hier eigentlich? Ist mir egal, ich mach, was ich mach. Ja. Ja, geiler Typ. Tonno, geiler Typ, oder? Ja, nicht so meins. Was? Da spricht er, muss man sagen, das ist ja Fußballästhet, ne? Frankfurt-Fan. Ich war kein Italiener. Ah, ja, okay. Jetzt wird's politisch. Das kann ich ja noch durchgehen lassen. Gut, dann magst du vielleicht, wenn wir über das nächste Spiel reden, dann hat die Eintracht gespielt und mal gezeigt, dass sie auch Probleme haben können. Ja, Nagelsmann hat verblüffenderweise die Hoffnung sehr tief spielen lassen, mit der Begründung, das starke Umschaltspiel der Frankfurter rauszunehmen quasi. Was ihnen auch dadurch leider gut geglückt ist. Wir hatten zwar sehr hohen Ballbesitz, gerade in der ersten Halbzeit, kam aber nicht wirklich weit. Es waren viele, viele Rückpässe wieder Richtung Torhüterraum und so weiter. War aber trotz dass sie Hoffnung so tief gestanden haben, aufgrund der Fehler der Frankfurter auch im Passspiel stellenweise, von beiden Seiten ein schönes Spiel gewesen. Ja. Wobei Frankfurt dann mit Jovic in Führung gegangen ist. Leider musste Jovic danach raus, weil er anscheinend eine Prellung erlitten hat. Zum Glück nur eine Prellung, also nichts Ernsteres. Weil Jovic hat ja schon gerade einen Lauf, viertes Spiel, viertes Tor. Aber es gibt einen Rückkehrer zu feiern. Fabian? Ja, genau, Fabian. Ein großartiges Spiel gemacht. Absolut. Das ist, glaube ich, der allererste Startelf-Einsatz dieser Saison. Und auch sein kleiner Fallrückzieher, den er gemacht hat, war ein nettes Ding, kann man machen. Dann auch den Chippass oder die Flanke rüber auf Allaire, der dann gegen die Latte ging, war auch richtig schön gespielt. Wie gesagt, das Spiel war durchweg ein richtig gutes Spiel, konnte man sich anschauen, von beiden Seiten her. Gnabry hat leider ins lange Eck zum 1-1 verwandelt, kurz nach dem 1-0. Wo ich sagen muss, Radetzky hätten vielleicht auch halten können. Gut, Radetzky, muss ich sagen, war in dem Spiel vorher schon einmal wieder ein bisschen Larifach unterwegs. Das war der Pfostenschutz von Kramaric, wo man dann halt gesehen hat, Radetzky fliegt erst zum Ball und dann sieht man, wie er sich halt davon wegbewegt, weil er will keine Ecke riskieren. Und dann schlägt der Ball hinten im Innenpfosten und dann raus. Weil er dachte anscheinend, er steht weiter links im Tor, als er wirklich stand und der Ball wieder vorbeigehen. Das hätte dann auch schon wieder beinahe ins Auge gehen können für uns. Man könnte meinen, Radetzky passt sich seit zwei Spielen dann schon so ein bisschen dem Niveau an, zu seinem künftigen Arbeitgeber, oder? Ich weiß nicht, wo er hingeht. Das habe ich leider noch nichts von gelesen. Ich habe jetzt gerade erst leider die blöde Bild-Titel-Seite gelesen, Bild verrät, wer neue Bayern-Trainer wird. Und leider hat die Bild-Zeitung in den meisten Fällen ja mal recht mit ihren Aussagen, warum wir die Informationen haben. Also alles, schreibt was die Bild, ich lese es nicht, ich boykottiere es. Die Bild-Zeitung schreibt, dass Kovac Trainer wird. Ja. Durch die Klausel. Hat der Gotti aber auch schon gesagt. Ja, der Gotti, da höre ich ja nicht drauf. Wobei der Gotti hat auch die ganze Zeit gesagt, ich bleib dabei, Nagelsmann wird's. Also habe ich nicht schon im Januar gesagt, dass Kovac Bayern-Trainer wird? Oder irgendwie sowas. Aber ich finde, nach dem Interview letztens war es eigentlich klar. Laut Bobic hat noch gesagt, frische Antwort, ich komme gerade aus der Fliege aus Dänemark. Ich habe keinen Anruf bekommen, Nico redet immer mit mir, aber es sind keine Infos zu mir geflossen.
Gut, ja. Bobic ist aber, auch der Mann, der es geschafft hat, im schwarz-gelben Trikot aus 50 Zentimetern einen flachen Ball übers Tor zu pölen. aber der hat auch behauptet, er ist Stürmer. Also. Ja, aber die Bild ist ja auch eine Zeitung, die Aubameyang schon 5-mal nach China geschickt hat. Ganz ehrlich, ich hoffe, die Bild-Zeitung irrt sich. Ganz ehrlich, weil es wird sehr schwer, Kovac zu ersetzen. Ja, aber bei sowas machen sie manchmal echt gute Treffer. Auch mit Götze damals. Ja, unabhängig davon, klar, also wenn alle Spieler in den letzten 3 Jahren zum BVB gekommen wären, die die Bild schon als fix bezeichnet hat, hätte Dortmund einen Kader von 600 Leuten. Ja. Und Trainer wäre Felix Magath. Denn nur dann passt es mit der Kadergröße. Ja, aber wie gesagt, Frankfurt kann mit dem Punkt definitiv besser leben als Hoffenheim. Ja. Frankfurt hält den Abstand von 3 Punkten auf Hoffenheim, alles ist gut. Und ein Spiel ist weniger, ja. War ein direkter Konkurrent. Leipzig und Leverkusen, da kommen wir gleich noch zu. Die haben sich auch gegenseitig die Punkte weggenommen, was auch gut für Frankfurt ist. Jetzt geht es als nächstes für uns. Wer hat sich gegenseitig? Leverkusen hat sich die Punkte weggenommen mit Leipzig? Leverkusen und Leipzig. Weil Leverkusen nur 4-1 gewonnen hat, oder? Nein, die haben sich gegenseitig Punkte weggenommen. Also entweder hat der eine Punkt geholt oder der andere Punkt geholt. Okay. Das war aber vorher klar, wenn die beide gegeneinander spielen. Aber sie hätten ja ohne Team spielen können, das wäre auch schon gewesen. Ja, das wäre aber das Lieblingsergebnis. Das wäre ja noch besser gewesen. Auch, ja. Wie gesagt, jetzt nächstes Wochenende, aber kommen wir auch noch zu, da müssen wir gegen Leverkusen gewinnen und das ist wieder alles gut. So einfach ist das. Gut, machen wir die Tipps. Gotti hat 2-2 getippt und hat damit ein Pünktchen geholt. Alle anderen haben wild durcheinander gemischt. Beuti hat 3-4 getippt. Ja. Ja. Ja, dachte, klar. Das richtig Halligalli-Fußball. Hätte auch sein können, ja. Hätte. Aber du hast 2 Punkte geholt. Stimmt, ja, ihr gebt ja für unentschieden 2 Punkte. Ja. Klaro. Und dann zum Abschluss das Sonntagsspiel um 20.30 Uhr, das Montagsspiel um 20.30 Uhr. Gegen Pillendreher. Genau, Tradition gegen Tradition. Die Tipps können wir kurz machen. Wir haben zwar 2 Unentschieden, Tonno und Gori haben 1-1 getippt, die anderen haben Sieg für Leipzig getippt. Alle lagen daneben, wobei Tonno, wir beide haben noch den Halbzeitstand richtig. Endete 4-1. Und ich glaube, der Puffy ist ganz großer Leverkusen-Sympathisant und will jetzt bestimmt was sagen. Was soll ich dazu sagen? Also nicht. Ich fand, das war seit langem das beste Spiel von Leverkusen und Leipzig wirkte teilweise echt überfordert mit dem, was Leverkusen da gemacht hat mit ihnen. Ich fand, es war eine starke Leistung. Wobei ich die Leipzig in der ersten Halbzeit noch einen Ticken stärker gesehen habe. Gut, waren auch nach der 17. Minute gingen sie in Führung. Da lief alles noch nach Plan. Halt Druck gemacht. Ja. Und Leverkusen dann irgendwann mal 45. war noch mit dem Halbzeitpfiff, ne? War doch erste Halbzeit, glaube ich, ne? Ja, eins. Ja, richtig. Man sagt, glaube ich, im Fußball. Spät die Chips zu Havertz und dann nimmt er volles Risiko, Volley der Team. Man sagt, glaube ich, im Fußball zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Ja. Und dann kommst du aus der Pause raus, machst in der 51. die Führung, in der 56. das 3-1, ja. Dann ist das halt so, ne? Volland in der 69. dann mit dem Schlusspunkt, mit dem 4-1. Unterhaltsames Spiel auf jeden Fall. Es war, glaube ich, auch von den meisten nicht so erwartet worden, dass Leverkusen in Leipzig so aufspielt. Nö, umgekehrt war es auch nicht zu erwarten, dass Hamburg gegen Gelsenkirchen so aufspielt. Ja, also, aber ich... Beide Spiele kann man so an dem Spieltag als die besseren Spiele betrachten. Und trotzdem mit relativ unerwarteten Ausgang. Also, dass Leverkusen da jetzt gewinnt, ist jetzt vielleicht nicht so ganz fernab jeglicher Realität. Aber 4-1 ist natürlich schon... Ja, ist eine Hausnummer, ne? Definitiv. Ja. Okay, das wäre der... Fabi, was war's? Der Review, genau. Ich habe Fabi gar nicht gefragt, was wir heute machen. Traurig. Ja, sehr traurig. Dann wollen wir... Was machen wir denn jetzt, Fabi? Was machen wir denn jetzt, Fabi? Die Vorschau. Genau, wir machen die Vorschau, haben ungefähr ein Viertelstündchen und dann geht es endlich in die offene Runde. Ich bin schon ganz gespannt, ob und was sich die Leute so einfallen lassen hat. Natürlich werden die alle unvorbereitet sein, das ist ja klar. Die werden 10 sagen, hier könnt ihr nochmal darüber reden, aber nicht das Video rausgesucht haben. Naja, Wolfsburg-Augsburg ist das Freitagabendspiel. Wow, das gucke ich mir nicht an. Nicht? Nein. Nicht? Nein. Schade. Ich auch nicht. Ich überlege gerade, welche Ausrede ich habe, aber. Ich auch nicht. Ich bin nicht da. Ich auch nicht. Ich bin leider online. Ich sage 1-1. Du bist leider online. Was machst du denn Freitagabend? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Achso. Ja, dann bin ich dann auch leider online. Ich auch. Nur um das nicht gucken zu müssen.
Wer hat was getippt? Ich habe 1-1 gesagt. Ich glaube wirklich, Wolfsburg gewinnt 1-0. Ich sag 0-1. Ich mag Wolfsburg nicht und deswegen gewinnt Augsburg 2-1. Und Fabi hat Wolfsburg auch nicht, aber das machen sie. Sie werden gewinnen. Also Fabi hat 2-0 getippt, falls das untergegangen ist. Ja. Gut. Der Eishockey-Nerd sagt 0-1, so wie Tonno und ich, ne? Tonno hat das auch 0-1 gesagt? Ich hab 1-2. Ach, du hast 1-2 gesagt, okay. Sportzock sagt 0-2. Kannst du jetzt mitschreiben, oder was? Ja, wenn du Bock hast, kannst du das mitschreiben. Herr Seller sagt 2-1. Tu was für dein Geld. Ich krieg nicht mal Geld hierfür. Ja, dafür darfst du schmatzen die ganze Zeit, was du da machst. Und hallo natürlich Rotness, hallo Quersteher und hallo, ne? Wer auch immer noch dazugekommen ist, das nur so am Rande. Also 5 kann ich mir aufschreiben, mehr geht nicht auf meinem Zettel. Ja, 5, leider, hier. Das 06 von Klopapier für Augsburg, nimmst du mal einfach mit. Der ist Bielefelder, der hat keine Ahnung von Fußball. Nimm lieber das 2-2 von Andreas mit, das ist ein guter Typ. Okay, Hoffenheim gegen den HSV, ja hallo. Ja, für Hamburg, ne? Steht einiges auf dem Spiel. Wo spielt denn Mainz eigentlich? Ja, gegen Freiburg. Ich glaube, nach diesem Spieltag ist das Thema auch durch. Ich sage nämlich, Hoffenheim gewinnt 2-0. Das ist auch mein Tipp. Die Hoffenheimer machen Druck auf die direkten Euroleague-Plätze, gewinnen 2-0. Ich sage 3-0. Puffy? 1-0, Hoffenheim. Ich tippe 2-2. Einer muss ja aus der Reihe tanzen. Ja, absolut. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dann war es das nämlich auch für den HSV, weil ich nämlich hinterher für Mainz tippen werde. Müssen wir nur gucken, was Wolfsburg macht. Ach ja, habe ich ja schon Niederlage getippt. Dann könnten die ja vielleicht mal Schmerzen und Tipps rein. Da haben wir, genau. 1-2 Hamburg. Ach, du liest es ja selber, Bolti, ne? Was haben wir? 3-1 Hoffenheim. 1-3 sagt der Herr Sellers. Gut, der ist Gelsenkirchner, der weiß auch nicht, was er tut. 2-1 Andreas, 3-0 sagt der Eishockey-Nerd und Klopapier sagt 0-1. Aber Klopapier hat sich ja durch das 6-0 für Augsburg aus der Tipprunde eigentlich schon verabschiedet. Ab nächste Saison übrigens dann offiziell so eine Tipprunde. Ich werde mir da so eine Seite mal raussuchen, wo man dann Tippspiel machen kann. Irgendwie sowas, genau. Wo man dann andere Leute einladen kann und dann haben wir dann irgendwie, jeder kann dann und machen und hier und da und hab da nicht gesehen. Dann muss der Bolti auch nicht mehr rechnen. Dann muss der Bolti, genau. Dann muss ich nicht mehr schreiben, viel wichtiger. Richtig. Ist das schlimm. Berlin gegen Köln. Köln gewinnt, 1-0. Ja, ich sag auch 1-0 Köln. Ja, ich schließe mich an. Ich auch. Was, alle 0-1? Auch wenn der Hector macht das wieder. Auch wenn es keinen Unterschied machen wird für Köln, oder? Nein, es wird nicht mehr nutzen, aber ich glaube einfach, Köln gewinnt in Berlin. Ich sag 2-1. Das 06 war ein Witz, Gotti, ich weiß. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier, ich wollte Striche machen, damit man sieht, ab wann die anderen Dinger kommen. Wenn Augsburg 6-0 gewinnt, dann Klopapier, melde dich bei mir. Also ab Rotnefs 1-1, das ist schon das Hertha gegen Köln-Ergebnis. Dann 0-2, 0-0 und, ja, was ist ja wieder Klopapier. Also wenn Augsburg 6-0 gewinnt, dann melde dich bei mir, dann kriegst ein Eis. Bist du von mir, dann schnür ich die ich schnür dir dann ein Paketchen zusammen. Und dann gibst du deine Adresse und dann schicke ich dir irgendwie was Interessantes hier. Dann gibt's den Gotti EP Stringtanker. Unter Umständen, ja. Gut, haben wir das auch. Leverkusen gegen die Eintracht. Ich mache mal wieder Striche hier, damit er weiß, wo es dann weitergeht. Leverkusen gegen die Eintracht könnte ein echt interessantes Spiel werden. Ich sage ja, aber ganz, mal... Ganz, ganz, 1-2. Ganz schwer. Ganz schwer. Ich wollte auch 1-2 sagen. 1-0. Okay. Ich wollte 1-2 sagen, aber wenn die Bild sich da jetzt einmischt mit dieser Kovac-Geschichte. Dann tippe ich 4-1. Das kann Unruhe bringen. Ich sag 1-2 Frankfurt. Ich hab's als erstes im Bauch gehabt, mach mal. Also. Bei 2-2. Nee, komm. Ich sag 2-2. Ja, 2-2 hatte ich dann auch. Egal, komm, 1-2. Das passt schon. Muss ja irgendwas. Warte mal, der Klopapier sagt auch 1-2, Sportsdorf sagt 2-3, Andreas sagt 3-1, Herr Seller sagt 3-1, Rotnef sagt 2-3. Also, oft sind die Ergebnisse gar nicht so weit entfernt hier, ne? Ja. Insgesamt gesehen. Eishockey fehlt noch? Der Eishockey-Nerd fehlt noch, genau. Ja, er wird bestimmt gleich noch schreiben. Machen wir weiter mit Stuttgart gegen Hanoi.
Ja, schiedlich, im Tabellen nirgendwo mit dem 1-1. Im Tabellen nirgendwo? Ist das so? Also Stuttgart für dich jetzt endgültig raus. Gab ja noch hier der eine oder andere, der gesagt hat, Stuttgart könnte ja nochmal den 7. Stuttgart und Hannover mit dem 1-1 sind beide raus. Dann wären sie, ja. Ich sag aber, Stuttgart gewinnt 2-0. Das ist auch mein Tipp. 1-0 Stuttgart. 1-1. Bayern gegen Gladbach. Was? Ja. 2-0. Ja, warte mal, machen wir erstmal, ja, was haben die? 1-1, sagt der Klopapier, Sportstock 0-0, Sellers 2-1, Andreas 0-0, Rudnefs 1-2. Okay. Da sind einige Unentschieden drin. Ja. Aber auch ein mutiger Tipp vom Rudnefs. Ja. 1-2. Ja, gut, aber wenn die Hannoveraner. Kann sein, ja. So gut spielen wie jetzt in dem Spieltag. Möchte ich nicht ausschließen. Also, bis auf das 0-6 hier für Augsburg, was getippt wurde, finde ich, sind die Tipps. Ja, nicht so. Ja, schlecht. Aber Fabi gebe ich recht bei den Bayern. 2-0. Gegen Gladbach, gell? Ja. Ja. Ich sage 1-2. Puffy würde sagen, gegen Gladbach tut man sich traditionell schwer. Korrekt. Ja, ist ja so. Stimmt das, Puffy? Ja. Das Hinspiel in Gladbach hat man verloren. Ja, und deshalb tippe ich ein mageres 5-0. Puffy. Ich sage 1-1. Weil ich glaube, Heinkes wird rotieren. Ich glaube, er wird ein paar draußen lassen, die in der Woche in der Champions League gespielt haben. Also Lewandowski vermutlich wird nicht spielen. Selbst die B11 reicht für Gladbach. Nee. Ich bin mir nicht sicher. Ich sage 1-2 und ich habe ja gleiche Vermutung. Gotti, kannst du das überhaupt? Ja, sehr schön. Hallo Chiara. Iraka. Das ist übrigens, weil ich vorhin bei ihr im Stream war und gesagt habe, ja, als sie hat nichts gespielt, die Wildlands, ja, habe ich gesagt, na, kannst du das überhaupt? Und es sah nicht so aus. Im nächsten Tipp, schon mal als Vorhersage, alle, die auf den Heimsieg tippen, werden von mir höchstpersönlich gebannt im Chat. Ja. Heimsieg 2-1. Gelsenkirchen gegen den BVB. Das Derby aller Derbys. Das einzige Spiel, was das Wort in der Bundesliga Derby oder in Deutschland Derby verdient hat. Und jetzt kommt mir nicht, aber wenn Hamburg gegen Pauli spielt oder Bayern gegen 60, wird ja nie wieder passieren. Wobei doch, Hamburg kann ja wieder gegen Pauli spielen. Ja, nächste Saison. Entschuldigung, ja, mein Fehler. Dortmund hat zwar jetzt einen guten Tag gehabt, aber die Schalke gewinnt 2-1. Tonno, erster wird gebannt. Gelsenkirchen gewinnt 1-0. Und es gibt 2 rote Karten in dem Spiel. Für Birki und Naldo. Und Lasogas Mutter. Oh, Lasogas Mutter kann auch nicht so viel. Was hast du gesagt? 1-1. Puffy? Ich glaube, Dortmund gewinnt 2-3 und es wird ein richtig geiles Spiel. Vielleicht wird es auch wieder ein 4-4. Ich glaube, das wird so ein Spiel mit offenem Schlagabtausch, so richtig, ja, wo viele Chancen sind. Vermutlich. Und viele Emotionen natürlich. Viele Emotionen, achso. Und wer soll auf Dortmunder Seite dann für die Emotionen sorgen? Och, geht schon. Schmelle macht er. So, ne? Hier der. Vielleicht sieht der Grieche irgendwie Feuer, kriegt da rote Augen und legt sich dann mit irgendeinem Schalke an oder so. Keine Ahnung, also ich tippe einfach für Sieg Gelsenkirchen, weil ich irgendwie seit Jahren das Gefühl habe, die sind ein bisschen motivierter immer in den Derbys. Manchmal auch übermotiviert, aber gut, es wird ja eh nicht bestraft. Ist aber nicht mehr da. Also. Ja, aber da kann auch ein Kehrer irgendwie an der Seitenlinie einen wegballern, ohne da Konsequenzen zu fürchten. Und bei Dortmund ist halt für mich eine Mannschaft voller Pussys. Ja, so richtig Schönspieler-Pussys. Und dementsprechend glaube ich, das wird den Ausschlag gegeben. Falls es untergegangen ist, ich habe 2-1 für Dortmund getippt. Ich lese gerade im Chat. Ja, was hast du? 2-1 für Dortmund getippt. Bist du bekloppt? Nein. Du verlässt gerade die Linie. Ich kann doch nicht für Henne West tippen. Was erwartest du von mir? Toll, danke, Balti. Ja, bitte. Bremen-Leipzig. Könnte interessant werden, aber dann mache ich kurz knapp 1-2 Leipzig. Wie viel? 1-2. Danke. Bitte. 0-0. Ja, 0-0 sagst du. Ich sag 2-2. 0-0? Na, Fabi, ja, keine Ahnung. Das wird ein klares Spiel für Leipzig, 0-2.
Also, dass das torlos ausgeht, da kannst du mir auch deine Adresse schicken, da schicke ich dir was zu. Kann ich mir nicht vorstellen. Puffy noch? Ich tippe auf den Sieg für Bremen 2-1. Das ist mein Mann. Nee, weil ich ja nebenbei das Leipzig-Spiel heute zu laufen habe und Leipzig sich da gerade ein bisschen vorführen lässt und das nicht so gut aussieht. Ich glaube, das schlägt sich auf die Moral nieder. Gut. Checkmäßig weiß ich jetzt nicht, wie weit die sind. Nur noch Herr Eishockey-Feld habe ich auch. Okay, können weitermachen. Letztes Spiel, Mainz gegen Freiburg. Das werde ich mir dann wahrscheinlich nicht angucken. Aber Was? Ich habe ja gerade gesagt, es ist das Montagsspiel. Ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, Mainz wird verlieren. Und, nee, gar nicht wahr. Ich habe gesagt, Mainz wird gewinnen. Und dementsprechend ist Hamburg dann nämlich auch durch. Ich sage 1-0 Mainz. 1-0 Mainz. 0-2. 0-2. Freiburg wird auch ein Tor schießen. 1-1. Langweiliges Spiel wird's. Ja, ich sage, langweiliges Spiel stimme ich dir zu. 0-0. Ich sage 2-1 Mainz. Okay. Gut. So, und damit sind wir dann durch mit Fabi. Preview und Review, ne? Absolut richtig. Absolut richtig. Und wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle bei den YouTube-Zuschauern, die Folge dann wahrscheinlich morgen sehen oder im Laufe der nächsten Tage, damit ich meine Aufnahme hier stoppen kann, sagen wir schönartig Tschüss und machen dann weiter hier mit der offenen Runde, ja, wo es dann endlich hier, wo die Community einbezogen wird. Da bin ich sehr gespannt heute drauf. Also war wieder mal schön mit euch, Jungs. Ich bedanke mich an der Stelle. Und tschüss YouTube. Wir sagen tschüss YouTube. Tschüss YouTube. Ciao. Tschüss YouTube.